meine Damen und Herren, ich freue mich, hier zu sein. Ich möchte mich auch ganz herzlich für die Einladung bedanken. Ich war schon mehrfach in dieser Gegend. Jetzt zur letzten Düngungstagung habe ich über Schwefel referiert. Das hat mir also sehr viel Freude bereitet. Frank Schütze hat mich gebeten, einen Vortrag zu halten über Probleme der angewandten Pflanzenernährung. So, und ich habe für heute uns ein ziemlich straffes Programm vorgenommen. Und ich denke, wir können einige wichtige Aspekte behandeln. Und zwar habe ich meinen Vortrag folgendermaßen gegliedert. Ich werde zunächst etwas sagen zu den Herausforderungen im Hinblick auf die Düngung, welche künftigen Herausforderungen wir zu bewältigen haben. Dann zur Nährstoffsituation, zur Versorgungssituation mit Nährstoffen, und zwar in Brandenburg und in Mecklenburg-Vorpommern. Wir sind ja hier in Mecklenburg-Vorpommern. Dann der Hauptpunkt soll sein, welche Möglichkeiten wir haben zur Optimierung der Düngung. Und zum Schluss werde ich, wenn wir noch etwas Zeit haben und die Kraft und entsprechende Aufmerksamkeit, werde ich das alles dann noch zusammenfassen. Zunächst zu den Herausforderungen auf dem Gebiet der Düngung, wie ich das sehe. Also zunächst haben wir steigende Düngemittelpreise. Sie wissen das, im Jahre 2008 waren sie ganz besonders hoch, da sind sie wieder gefallen. Aber die Grundenergiepreise steigen, die Erdölpreise steigen, dann steigen automatisch auch die Stickstoffpreise. Und so wird es kommen. Und beim Phosphor ist es halt so, dass die Reserven begrenzt sind, die Ressourcen sind begrenzt. Sie reichen, die Schätzungen gehen sehr auseinander, von 100 bis 300 Jahre. Also zeichnet sich auf jeden Fall ab, dass die Preise weiter steigen werden. Ja, wir müssen uns Gedanken machen, wie wir Phosphor in dem Kreislauf behalten. Das wird funktionieren, das wird gehen. So, dann die Erzeugerpreise, das wissen Sie alle sehr leidvoll. Sie steigen, sie sinken. Aber ich denke, die Grundtendenz, und dann werde ich auch zeigen, warum, die Grundtendenz wird sein, dass die Erzeugerpreise weiter steigen werden. Das hat was mit Klimawandel zu tun, das hat was mit Welternährung zu tun, mit wachsender Bevölkerung. Das sind also so die Hauptindikatoren. Dann ein weiteres Problem, was mit Pflanzenernährung zu tun hat, ist die regionale Entkopplung der Tier- und der Pflanzenproduktion. Und das führt eben auch dazu, dass wir häufig in einigen Regionen enorme Nährstoffüberschüsse haben. Nicht hier, sondern das ist dann mehr so in den westlichen Bundesländern. Und teilweise eben auch entsprechenden Mangel. Das ist eher hier anzutreffen. Dann haben wir einen verstärkten Anbau humuszehrender Energiepflanzen. Und wenn wir hier in Penkun sind, das ist ja nun sozusagen das Mekka der Biogasproduktion, dann muss man schon Befürchtungen hegen, dass wir negative Auswirkungen bekommen im Hinblick auf den Nährstoff- und auf den Humushaushalt unserer Böden. Dann der Klimawandel, dazu werde ich dann noch ausführlicher reden, mit steigenden Temperaturen und steigenden CO2-Gehalten. Die CO2-Gehalte, dass die steigen, ist für uns als Landwirte relativ positiv zu beurteilen. Weniger gut ist es, dass die Temperaturen steigen. Und wir bekommen eine veränderte Niederschlagsverteilung. Eventuell mehr Niederschläge im Winter, dafür aber wesentlich weniger Niederschläge in der sogenannten Vegetationsperiode 1. Das sind die Monate April, Mai und Juni. Das sind für uns als Landwirte eigentlich die entscheidenden Monate. Wenn es da trockener wird, das ist für die Ertragsbildung sehr, sehr ungünstig zu beurteilen. Und dann hat natürlich etwas mit Düngung zu tun, dass Umweltauflagen sich verschärfen. Momentan wird die Düngeverordnung gerade novelliert. Sie sollte also bis zum Ende des Jahres fertig sein. Das wird man sehr wahrscheinlich nicht schaffen. Und daraus werden sich wieder neue Konsequenzen ergeben, insbesondere was den Einsatz von Wirtschaftsdüngern anbetrifft im Herbst. Dort wird es also weitere Einschränkungen geben. Das hängt damit zusammen, dass die Ziele der europäischen Wasserrahmenrichtlinie in Deutschland bei weitem nicht überall erfüllt werden. Und deswegen müssen eben die Anstrengungen auf dem Gebiet der Düngung verschärft werden. Und
Unser grundsätzliches Ziel sollte sein, dass wir eben die Bodenfruchtbarkeit nachhaltig verbessern bzw. erhalten. Das muss also unser wichtigstes Ziel sein. So viel vielleicht zu diesem grundsätzlichen